Nee, also wir werden heute noch das ein oder andere Video reinziehen. Mr. Trashpack hat ein Video hochgeladen. Zu Kuchen TV bin ich sehr gespannt, weil ich muss einfach sagen, Mr. Trashpack, finde ich, ist hochintelligent. Und auch auf der Gamescom muss ich sagen, nur positive, nur positive Verbindungen gehabt mit ihm. Das finde ich einfach stark. Also es gefällt mir einfach, wenn ich einen Mr. Trashpack sehe und er sieht einfach aus wie so eine Spitzmaus und dementsprechend ist es einfach sexy. Ich muss da was. Was geht ab? Wir ziehen uns heute das Video von Kuchen TV Oh rein. nein, Ich er habe es reacted. tatsächlich noch nicht komplett gesehen. Ich habe nur einige Ausschnitte aus dem Livestream. Ah nee, das ist keine normale Reaction, sondern er geht immer auf die eine. Das finde ich immer besser als so eine normale Reaction, wo dann einfach nur noch geguckt wird. Finde ich stabiler. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's ganz wild. Von Simon Unge gesehen. Ich werde mir das Video jetzt also hier angucken und zu den Stellen etwas sagen, zu denen ich etwas zu sagen habe. An erster Stelle muss ich mich natürlich ein bisschen entschuldigen. Es ist natürlich klar, dass Andy Sedak mit so einem Bann in den Twitch-Chat halt weder die Meinungsfreiheit einschränkt, noch irgendein demokratiefeindliches Verhalten an den Tag legt. Ach, und genau das ist so ein Punkt, den ich bei KuchenTV persönlich sehr schwierig finde. Ich habe das Gefühl, KuchenTV ist super gut da drin, Brände zu legen. Er ist ein kleiner Troublemaker, der macht gerne Stress. Aber wo er wirklich spitze drin ist, ist im Zurückrudern. Ja, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ja, natürlich ist das nicht so und so, da habe ich ein bisschen übertrieben. Das kann er auch richtig gut. Aber er hat trotzdem diesen Brand gelegt. Und für mich ist er wie so ein kleines Kind, der dann irgendwie am Ende doch Oh heulend zu Mann. Mama rennt und doch eine Ausrede findet. Was ist alte Scheiße hier? Alte Scheiße, sag bitte was. Weil wir müssen noch Pakete öffnen. Ich habe gesagt, ich öffne erst dann die Pakete, wenn alte Scheiße mit dabei ist. Deswegen schreib gerne rein, wenn du da bist. Er sagt, dass KuchenTV ein Kind ist. Es ist mein Mann. Es ist mein Mann. Ich finde, Mr. Trashpack ist für mich ein Idol, ein Vorbild. So jemand will man halt doch einfach immer zuschauen. Bester Mann aller Zeiten, muss man einfach sagen. Niklas, grüß dich. Warum er nicht schuld ist, obwohl jeder weiß, dass er schuld ist. Beispielsweise habe ich in meinen Stories gesagt, dass es Rassismus gegen Weiße geben kann. Natürlich passiert das eigentlich nie, aber theoretisch. Sehr lustig, das von einer zu lesen, die sagt, dass es keinen diskriminierenden Rassismus gegen Weiße gibt, lustigerweise. Tatsächlich stimmt es, dass theoretisch auch Rassismus gegen Weiße existieren könnte. Praktisch gesehen existiert er allerdings nicht. Mr. Trashpack sagt jetzt. Ja, dann sag doch. Sag doch Rassismus warum. gegen Weiße gibt's gar nicht und bringt da folgenden Punkt. Erstens, es gibt keine Rassen. Okay, weil es keine Rassen gibt, gibt es ja auch keine Rassen. Abion schreibt gerade, dass ich mich hier gerade widerspreche. Ich sag mal so, es gibt ja diese normalen Reaction-Videos, aber wenn man auf seinem Haupt. Ich mache zum Beispiel auf meinem Hauptkanal auch nicht solche normalen Reactions, sondern da blende ich auch immer die Ausschnitte ein. Und das finde ich auch immer ein bisschen angenehmer. Da gebe ich mir ja auch selber viel mehr Mühe bei diesen Reactions, die auf meinem Incaf-Kanal kommen. Das macht der Toni Loni und das sind ja bloß so die Standard-Reactions. Das ist genauso wie bei KuchenTV Uncut und sowas. Aber es ist ja jetzt nicht mein Hauptcontent. Ne? Deswegen. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied, würde ich schon sagen. Hans und deine Frau, grüß dich, dieser Matze. Moin und Razorgrun. Grüß. Ist ein Joke, ich verstehe, was du meinst. Ja, alles gut, Mann. Rassismus gegen Weiße. Aber wenn es keine Rassen gibt, dann gibt es ja auch keinen Rassismus gegen Schwarze, oder nicht? Also natürlich gibt es keine Rassen, versteht mich nicht falsch. Aber der Punkt macht einfach überhaupt keinen Sinn. Weil wenn es keine Rassen gibt, dann gibt es halt weder Rassismus gegen Weiße, noch gegen Schwarze, noch gegen sonst irgendwen, weil es gibt ja einfach gar keine Rassen. Genau das ist ja das Problem. Es gibt zwar keine Rassen, aber es gibt den Rassismus. Denn die Rassen wurden von weißen Menschen eingeführt, um wissenschaftlich zu untermauern. Aber wo hat sich jetzt KuchenTV widersprochen? Er hat auch bloß gesagt, wenn es das geben würde und nicht, es gibt das und sowas, wisst ihr? Also, finde ich, jetzt ist weniger ein Widerspruch, meines Erachtens. Dass sie die besten und wertvollsten Menschen sind. Und um das zu bestätigen, dass der Weiße der beste Mensch ist, wurde sich unter anderem die Hautfarbe angeguckt. Die Schädelform wurde untersucht. Und das Ergebnis der weißen Naturforscher war, ja, da gibt es Laxi, große grüß dich. Unterschiede. Und heute ist die Rassentheorie wissenschaftlich widerlegt. Sein zweiter Punkt ist dann der historische Hintergrund. Und ja, es ist natürlich richtig, dass die Schwarzen leider hunderte Jahre versklavt worden sind und von den Weißen als minderwertige Rasse angesehen wurden. Da hat er erstmal recht. Mr. Trashpack sagt in seinem Video jetzt aber quasi, dass es ja Rassismus gegen Weiße nicht geben kann, weil die Weißen die ersten waren, die rassistisch gewesen sind. Digga, was ist das für ein Punkt? Ja, das ist historisch gesehen tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Rassismus ist kein Relikt der Vergangenheit. Die Rassentrennung in den USA ging bis 1964. Das bedeutet, dass immer noch Leute leben, die Rassentrennung selbst mitgemacht haben oder eben mit den Werten davon aufgewachsen sind. Die Apartheid in Südafrika wurde. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Tüten Maske sagt ja selber auch, es gibt ja nur Rassismus von Weißen gegen Schwarze.
Ich persönlich sehe das auch so, dass es für mich und auch laut Definition, also das, was ich so gesehen habe, ist laut Definition, gibt es trotzdem auch Rassismus von Schwarzen gegen Weiße. Kommt natürlich nicht so häufig vor, das wissen wir und haben wir auch schon im Video gesehen. Aber ich persönlich finde, es gibt von der Definition das von beiden Seiten, aber es ist halt Auslegungssache, wie jeder das halt sieht. Dementsprechend finde ich diese Diskussion, klar ist die heikel, aber jeder hat da irgendwo an seiner Ansicht recht. Oh, keine Ahnung. Wurde erst 1994 abgeschafft. Einige von euch, vielleicht sogar viele von euch, haben in der Zeit schon gelebt. Auch wenn die Apartheid inzwischen abgeschafft worden ist, heißt das natürlich nicht, dass damit auch das rassistische Gedankengut der Leute verschwunden ist. Und es ging nicht nur darum, dass die Weißen die ersten waren, die Rassismus quasi angewandt haben. Europäer haben die Menschen klassifiziert. Sie haben sich als die wertvollste Rasse dargestellt. Und diese Übermacht des Weißen, White Privilege, gibt es noch immer. Und das ist auch der Grund, warum es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann. Versteht mich nicht falsch, wir reden hier nicht von Diskriminierung. Denn Diskriminierung findet statt. Aber man muss halt eben unterscheiden zwischen Diskriminierung und Rassismus. Denn Rassismus stuft ganz klar Menschen ab. Sie sind schlechter, sie sind weniger wert, sie haben negative Merkmale. Und Weiße haben diese negativen Merkmale nicht. Wenn Weiße diskriminiert werden, was viele Rassismus nennen, dann werden Weiße auf gute Werte reduziert. Gute Werte, die natürlich nicht positiv gemeint sein müssen. Sagst du einer schwarzen Person zum Beispiel, geh mal zurück nach Afrika, Baumwolle pflücken. Dann ist das ganz klar rassistisch. Denn spielt darauf an, dass diese Person weniger wert ist, dass sie unterdrückt ist. Beleidigst du einen Weißen, dann wird sowas kommen wie, du scheiß Weißer, denkst du, dir gehört die Welt oder was? Das spielt ja auf ein... Hä? Er kann doch genau solche klischeehaften Sachen sagen, keine Ahnung, was man da komisch in Verbindung bringen könnte. Ja, also ich verstehe schon irgendwo den Punkt von Mr. Trashpack, aber ich finde, man kann ja das Ganze auch genauso auf die Weißen projizieren, schätze ich mal. Da gibt es sicherlich auch irgendwelche Klischees, die man da nehmen könnte, damit Weiße abgewertet oder abwertend dargestellt werden. Keine Ahnung, müsste man erstmal überlegen und raussuchen, aber es ist zwar schwieriger, aber ich denke, es ist trotzdem möglich. Eine positive Sache an. Zum Beispiel mit Nazis oder sowas. Finde ich genauso. Also für mich persönlich ist es abwertend, wenn jemand zu mir sagt, dass ich ein Nazi bin, nur weil ich aus dem Osten komme oder sowas. Ist zwar jetzt für mich kein Rassismus, ne? Aber wenn das jetzt zum Beispiel auch ein Schwarzer zu mir sagt, fände ich es auch nicht schön. Genauso ist es halt auf der anderen Seite nicht gut. Die Person ist mächtig, hat viel Geld, besitzt Kraft und Mut. Das ist zwar Diskriminierung, aber kein Rassismus. Es hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Es stuft dich als Mensch nicht herab. Weiße Menschen sind keine Minderheit. Ach so, Weiße sind also keine Minderheit. Das ist ziemlich lustig, denn knapp 60% der Weltbevölkerung leben in Asien und knapp 17% in Afrika. Gerade mal 9,7% in Europa und 4,7% in Nordamerika. Mit Weiße sind keine Minderheit ist nicht unbedingt die Weltbevölkerung gemeint. Es geht darum, dass die Welt immer noch weiß regiert wird. Die Wirtschaft ist immer noch weiß. Die größten Unternehmen der Welt gehören weißen Menschen. Was sich natürlich gerade ändert, ist, dass China ziemlich groß wird. Die werden irgendwann das Land sein, was am meisten Geld umsetzt. Woher kommt das aber? Das kommt tatsächlich durch uns Weiße, die China viele Jahre lang ausgenutzt haben für billige Arbeit. Natürlich hat China pro Produkt vielleicht nicht so viel Geld bekommen. Aber in China wird Masse produziert. Und auch das Geld läppert sich. Und China investiert schlau. Zum Beispiel in afrikanische Länder, was auch eine ziemlich schwierige Sache ist oder werden kann. Noch heute beruht ein großer... Welches Video ist das? Das ist von Mr. Trashpack. Darum gibt es keinen Rassismus gegen Weiße. Kuchen die Verantwort. Oh. Alter, wie viele Dislikes das hat. Holy shit. Okay, ist auf jeden Fall krass. Also ich persönlich finde das natürlich wieder kontrovers. Ich finde, hier gibt es meines Erachtens nach bis jetzt noch keinen Sieger, keinen Gewinner. Ich kann mich jetzt auch nicht komplett auf eine Seite stellen, weil, wie gesagt, dazu kenne ich mich auch geschichtlich vielleicht nicht zu gut aus, um das jetzt komplett mit begründen zu können. Großer Teil unserer Weltwirtschaft auf Ausbeutung. Wirtschaftlich gesehen sind wir keine Minderheit. Und auch politisch gesehen sagen weiße Nationen ziemlich stark, wo es lang geht. Die Welt ein Dorf zeigt quasi, wie die Welt wäre, wenn es lediglich 100 Menschen geben würde. Da sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Das wären dann 59 aus Asien, 17 aus Afrika und nur 10 aus Europa und 5 aus Amerika. Es spielt doch auch überhaupt keine Rolle, wie viele Menschen irgendwo leben. Wenn ein Volk es schafft, das andere zu unterdrücken, auch mit vielleicht insgesamt weniger Menschen, dann haben diese Menschen ja immer noch die Vorherrschaft. Und auch das ist in der Geschichte ja passiert. Europäer sind zum Beispiel
Beispiel nach Amerika und haben sich dort das Land der Native Americans einfach genommen. Sie hatten stärkere Waffen, waren dadurch mächtiger als die Natives und konnten so ihre Kolonien aufbauen und ausbauen und irgendwann das Land komplett für sich beanspruchen. Vor allem würde mich hier auch mal interessieren, was hältst du eigentlich vom Feminismus? Wusstest du, dass 51% der deutschen Bevölkerung Frauen sind? Dann sind Frauen ja eigentlich gar nicht in der Minderheit. Das heißt, die können ja eigentlich gar nicht diskriminiert werden, oder? Auch dieser Punkt ist natürlich Quatsch, weil er diesen Punkt auf einen ganz anderen Kontext bezieht, als ich meinen Punkt bezogen habe. Diskriminierung gegen Frauen ist übrigens auch ein wirklich wichtiges Thema. Abgesehen davon sagt er ja selber, dass die Weißen sich halt quasi früher als vollkommenere, reine Rasse angesehen haben. Aber ein Schwarzer kann das doch heute genauso sehen. Wenn ein Schwarzer jetzt die Schwarzen als vollkommeneres, besseres Volk sieht und die Weißen als minderwertig, dann ist er doch genauso rassistisch wie jemand, der weiß ist und das quasi umgekehrt denkt. Ja? Das passiert aber nicht. Denn faktisch ist es so, dass schwarze Menschen immer noch unterdrückt werden. Natürlich können die sich denken, ey, ich bin besser als ein Weißer. Aber auch dann ist das kein Rassismus. Denn dass schwarze Menschen auf weiße Menschen wütend sind aufgrund der Geschichte, mal ganz ehrlich, wer kann denn das verübeln? Und was wir uns immer vor Augen halten müssen ist, Rassismus ist ja kein Relikt von vergangenen Tagen. Rassismus ist immer noch tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. So tief verwurzelt, dass wir oftmals gar nicht mitbekommen, wenn wir rassistische Dinge von uns geben. Allein die Frage, woher kommst du? Und dann sagt die Person aus Mitte, nee, woher kommst du wirklich? Das ist krass rassistisch. Wenn du dir in Bayern ein Cola-Bier bestellst, wie heißt das? Das ist krass rassistisch. Dieser Alltagsrassismus ist immer noch sehr Ey, zum Glück hat er das jetzt nicht gesagt, ne? Zum Glück hat er das gerade nicht gesagt. Muss ich aber ehrlich zugestehen, kann ich verstehen, was Trashpack hier gerade sagt. Also ich bin jetzt kein Fan von Trashpack oder so. Der ist mir sehr suspekt und ich finde ihn auch sehr komisch. Auch wie er teilweise manche Sachen auch rüberbringt, aber ich kann es verstehen, wie er es meint. Ja? Und es ist auf jeden Fall rassistisch oder diskriminierend, je nachdem, wie man das sagen will, wenn man dann sagt, ja, woher kommst du wirklich? Und der sagt dann aber, ja, ich komme aus, Stuttgart oder sonst irgendwas, ne? Wo du dir so denkst, ah, das hätte ich jetzt nicht zugeordnet. Aber ja, diesen Alltagsrassismus, den gibt's irgendwo, auch wenn man das gar nicht wahrnimmt oder bewusst, oder der das Bewusstsein hat. Präsent, auch wenn wir das vielleicht so gar nicht mitbekommen, weil uns betrifft es nicht. Ach komm, so einen kleinen Spruch, den muss man doch mal aushalten können. Nein, warum? Ich kenne kein Volk, sagen wir jetzt mal, von schwarzen Menschen, die andere Menschen rassifiziert haben und sich als die Oberstufe der Menschheit sehen und das denn auch wirklich durchsetzen können, wirtschaftlich, politisch, das wäre mir auf jeden Fall sehr neu. Wobei ich aber jetzt auch wieder sagen muss, was gerade hier nochmal geschrieben wird, das was jetzt Trashpack sagt ist, ja, Rassismus gibt's nur bei Weißen, also Weiße gegen Schwarze sozusagen. So, die Weißen sind rassistisch gegenüber Schwarzen. Aber er begründet jetzt nicht, also er sagt das jetzt bloß vom historischen Fakt, weil es gab ja noch nie das andersrum. Das haben ja die Weißen eingeführt. Aber das heißt ja nicht, dass es das nicht geben kann. Also, dass es keinen Rassismus geben kann gegen Weiße, sag ich mal. Deswegen fühle ich jetzt auch noch nicht so. Aber ich verstehe trotzdem, was Trashpack sagen will. Und ja, ich finde es okay. Es ist natürlich klar, dass Rassismus früher halt nur gegen Schwarze existent gewesen ist. Und das ist einfach nicht richtig. Rassismus ging immer sehr stark gegen Schwarze und geht heute auch immer noch sehr stark gegen Schwarze. Aber eben nicht nur. Auch Rassismus zum Beispiel gegen Chinesen war ein großes Thema. Aber trotzdem gibt es halt faktisch gesehen den Rassismus gegen Weiße, auch wenn er natürlich kein großes Problem darstellt. Wie gesagt, vielleicht ist es theoretisch möglich, dass es auch Rassismus gegen Weiße gibt. Doch in der Realität ist die Herrenrasse immer noch zu übermächtig, als dass das wirklich passieren kann. Du wirst es einfach als weißer Mensch. Naja, nee, sehe ich tatsächlich nicht so. Ich denke, gerade in armen Vierteln oder sowas, in Amerika, also es gibt ja relativ viele Ghettos, die von Schwarzen oder so besetzt sind. Sagen wir es einfach mal so, weil, wie gesagt, die Schwarzen werden teilweise echt dort behandeln wie Dreck und ich kann es auch komplett verstehen, dass sie dann auf die Straße gehen und protestieren. Aber lass jetzt einfach so sein, du bist in so einem Viertel als Weißer und das sind ganz viele Schwarze und die fühlen sich halt ungerecht behandelt, weil die Weißen die unterdrücken und was weiß ich. Und dann haben die natürlich auch den Hass auf die Weißen, die auch mit dort vielleicht in diesem Viertel sind. Und da kann es genauso Rassismus gegen Weiße geben. Also ich weiß nicht, der Trashpack, der weiß ja selber nicht, wie es dort abgeht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es da genauso Rassismus geben kann. Ja.
Selbst wenn es jetzt nur ein kleiner Teil ist, aber wird es auf jeden Fall geben. Sehe ich zumindest so. Mensch, nicht erleben, dass du ausgegrenzt wirst, weil deine Herkunft als minderwertig angesehen wird, weil deiner Rasse negative Aspekte zugesprochen werden. Aber trotzdem kann es halt faktisch gesehen Rassismus gegen Weiße geben. Und da gibt es halt auch ein paar Berichte, wo das zum Beispiel in Südafrika der Fall war, wo zum Beispiel weiße Farmer enteignet worden sind, weil sie weiß sind. Puh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Denn dieser Fall geht immer noch auf die Apartheid zurück. Südafrika ist jetzt ein freies Land. Aber die Wirtschaft wird auch dort immer noch regiert von, ich meine, 80%, um die 80% von weißen Unternehmen. Hey, whether you are black or white, let us share the land. Mara rea tseba hore 80% ya lefatshe la mo Afrika Borwa le ka hare ga matsoho a makgowa. That's why re re makgowa tlisang lefatshe hore re tle re phele. In peace. Auch wenn es nun vielleicht keine Rassentrennung mehr gibt. Die Schwarzen haben es immer noch ziemlich schwer dort. Zudem wurde den Schwarzen versprochen, dass das Land geteilt wird zwischen den Weißen und den Schwarzen. Und das ist bisher nur minimal passiert. So whose land is it? It's the people's land. It's everyone's land. If you're South African, it's your land as much as it's mine. So it's black and white? Yes, everyone. I mean, if you are born and bred here, it's yours. But if you came here in 1652 and took it, then it's definitely not yours. Und die Aufstände, die dort herrschen, haben mit Rassismus zu tun. Allerdings nicht ausgehend von den Schwarzen gegen die Weißen, sondern es hängt immer noch mit der Apartheid zusammen. Mit dem Rassismus, den viele, viele Jahre lang die Afrikaner durch den Europäer erlebt haben. Und natürlich haben die Südafrikaner irgendwann die Schnauze voll und organisieren sich. Weil egal um was es geht, wenn die Menschen sich nicht mehr zu helfen wissen, irgendwann endet das immer in Gewalt. Aber natürlich gibt es tatsächlich Diskriminierung gegen Weiße in verschiedenen afrikanischen Ländern. Gar keine Frage. Und das ist auch nicht cool. Denn auch das verhindert, dass man wirklich gut miteinander zurechtkommt und miteinander ein Leben in diesem Land führen kann. Was ihr natürlich unbedingt machen sollt, ist euch ein eigenes Bild dazu schaffen. Auch mir sollt ihr nicht einfach blind vertrauen und blind glauben, was ich hier sage. Ich habe euch eine Menge Quellen unten verlinkt in der Videobeschreibung. Zieht euch die gerne rein. Es ist viel, gar keine Frage. Aber Rassismus ist halt extrem komplex. Es ist halt mal wieder ein typisches Mr. Trashpack-Video. Er hat halt gesehen, KuchenTV hat wieder Beef, den mag ich sowieso nicht. Annie the Duck, größere Reichweite, geilere Kontakte. So eine Aussage finde ich sehr, sehr schwierig tatsächlich. Solche Vorwürfe kommen immer dann vor bei mir, wenn ich mal ein Thema anspreche, wo die Meinung nicht eindeutig ist. Egal, ob ich 50 Videos mache, wo ich Leon Mascher kritisiere. Wenn ich ihm einmal etwas Positives anrechne, dann lutsche ich direkt. Ist natürlich Schwachsinn. Und sowas verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, weil im Real Life... Ja, nee, sehe ich auch nicht. Ich finde auch nicht, dass das wirklich... Ja, die richtige Wortwahl ist von KuchenTV, dass er sagt, ja, da lutscht er oder sowas. Weil ich finde, Mr. Trashpack, von dem bekommst du halt gar nichts mit. Außer halt jetzt mal durch so ein Thema, aber ich denke nicht, dass er jetzt unbedingt deswegen lutscht oder so. Weiß ich nicht. Fand ich jetzt auch nicht so mega prickelnd. Ich finde jetzt auch nicht, dass eine Annie the Duck viel mehr Reichweite hat als ein KuchenTV. Ich meine, sie hat zwar auch ein paar Abonnenten, aber KuchenTV hat 900.000 Abonnenten fast. Das ist auch ziemlich viel, würde ich sagen. Ne? Hast du halt nicht mal die Eier, mit mir zu reden. Aber kaum mache ich halt irgendeinen Fehler, bist du sofort da mit einem Video. Ja, das ist halt auch wieder eine Unterstellung einfach. Ne? Das stimmt so einfach nicht. Ich habe keine Lust, mit KuchenTV zu reden. Das ist durchaus wahr. Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden, mich mit so einem Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich so gut wie nie Videos mache, wenn KuchenTV irgendetwas sagt oder macht. Weil mir dieser Mensch einfach grundunsympathisch ist und ich ihn unfassbar anstrengend finde. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht traue, mit ihm zu reden. Ich habe nur einfach keinen Bock darauf. Unter anderem auch, weil immer, wenn ich ihn sehe, er mir versucht, auf den Sack zu gehen. Trotzdem ist mir wichtig, dass ich dich das weiterhin fair behandle. Auf der Gamescom hast du mir die Hand gegeben. Ich hatte keinen Bock darauf. Ich habe sie dir trotzdem gegeben. Und jedes Mal, wenn ich auf Klo bin, hast du die gleiche Scheiße wieder abgezogen. Wenn du wirklich mit mir reden möchtest, dann rede mit mir, aber spiel keine Spielchen. Oh, was? Das war's schon? Das... Das war die gute alte Story, ne? Als Trashy auf die Toilette gegangen ist. Wir standen immer draußen, haben dort noch so ein bisschen, also, müsst ihr euch so vorstellen, drinnen wurde halt so gefeiert, dann gab es so einen Zwischenraum, dort waren wir halt und haben so noch ein bisschen was getrunken, haben noch ein bisschen gechillt in der Gruppe und dann war die Toilette.
Und Trashpack, der war wirklich alle 5 Minuten auf der Toilette und jedes Mal wollten wir den auch, ja, haben wir dem Hallo gesagt und Grüße und sowas und haben dann eine Story gemacht oder so. Dem hat das so, der hat sich so drüber abgefuckt, ne? Der ist wirklich, der ist explodiert, ist der. Ne? Konnte er gar nicht machen. Das ging gar nicht. Ich hab's auf jeden Fall gefeiert und das war ganz stark.